Moin, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fahre ich nach Augsburg. Wir haben den 20. Mai. Ich treffe heute zum allerersten Mal Marvin und Henry. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe bloß, dass das mit der Bahn alles reibungslos funktioniert. Denn wir haben in Sachsen starke Unwetterwarnung. Es können Tornados auftreten. Wie man die Deutsche Bahn kennt, könnte jetzt ja vielleicht heißen, yo, es fällt eine Bahn aus oder hat eine Bahn Verspätung und dann schaffe ich meinen Anschlusszug nicht. Das wäre natürlich richtig mies. Man weiß nie, was passiert. Ich nehme mich auf jeden Fall mit auf die nice Reise. Wenn ich einen Tornado sehe, wird auf jeden Fall der Tornado aufgenommen und dann kann ich fett in den Titel schreiben. Fast von Tornado getötet, kein Clickbait. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass das auf jeden Fall alles reibungslos funktioniert, trotz der Unwetterwarnung. Wir fahren jetzt zum Bahnhof und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin jetzt am Bahnhof angekommen. Ich muss jetzt mit der nächsten Bahn fahren, die fährt 14 Uhr. Also dann, man sieht sich. Ja, es ist wie es ist. Aufgrund der Verspätung vom ICE erstmal dick die Anschlussbahn verpasst. Jetzt darf ich eine Stunde hier in Ingolstadt harzen. Geil, Digga. Sind ja einfach noch nicht da. Da hinten, Alter! Das ist verboten. Boah, Nerven, hart, ja. Digga. Für die Nerven. Korrekt. Und von mir. Jawoll! Offizielle Grundgesetze. Jawoll. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und der übertreibt direkt wieder. Digga, es war so eine dumme Fahrt, Alter, for real. Warum filmst du mich die ganze Zeit? Er streamt. Ich stream gerade wirklich. Oha. Oha, sie haben reingeguckt. Jeder, der reingeguckt hat, muss jetzt 1 Euro spenden. Also hallo, das ist Matendo. Matendo und sprachlich auch genannt. Hey Ginger. Fick dich. Ich dachte mir erst, hey, wo seid ihr? Ich bin nämlich ganz hinten eingestiegen und ganz hinten noch ausgestiegen. Ja, hab ich auch. Wir sind halt gerade so am Bahnhof angekommen. Ey, KFC, morgen wird es so gegönnt. Ich habe ein was gesagt. KFC geht auf meinen Nacken. Ich war ja heute wieder schon ein bisschen früher wach als Marvin. Mhm. So, und das Ding ist, ich habe dann halt so, es war mir auch klar, dass ich früher bin als Marvin. Digga, erst nach Fortnite gestartet. Das habe ich gelesen in der Augsburg-Gruppe. Ich dachte mir so, Digga, hast du nicht denn so in Ernst? Doch. Was wäre jetzt, wenn ich das Straßenschild da vorne filme? Ja, ein RIP. Aber du bist ein Keck. Oh, es geht direkt gut los. Ich mache mich direkt beliebt hier. So. Wir haben uns jetzt erstmal massiv Essen bestellt und die sieht echt gut aus, muss ich schon sagen. Ich hab jetzt mal mit Max Kamera geklaut. Also vergesst nicht, abonniert Henry V3. Genau, Eigenwerbung. Abonniert Henry V3 auf kleiner YouTube. Miffen. Genau, kleiner Miffin auf YouTube und Henry V3 auf Twitch. Ganz, ganz wichtig. Und auch auf Twitch. Kleiner Miffin. Dankeschön. Und reinsappen. Twitch Prime ist kostenlos. Genau, yeah, wir verstehen uns, Jungs. Digga, wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus, Alter? Wir zocken jetzt auf jeden Fall Mario Kart. Ich halt jetzt über meine Switch auch, genauso wie Henry. Wir werden die Session nicht aufnehmen, weil wir sind hier nicht zum Vloggen von Mario Kart, sondern zum Vloggen von deiner Mom. Ich werde euch dann noch die Story von der kuriosen Bahnfahrt erzählen, die ich hatte. Aber weil auch nur, wenn ihr jetzt nicht den Like-Button smasht und die 15 Likes in einem Eines-Tages-Film. Da lässt man die Buben mal 2 Minuten alleine und was geht denn hier überhaupt schon wieder? So, ich wollte ja noch die Zugstory erzählen. Wo fange ich an? Bis Hof lief eigentlich alles easy. Nee, bis Nürnberg lief alles easy. Bis dann mein ICE, der von Nürnberg nach Ingolstadt, einfach 10 Minuten Verspätung hatte. Und ich dadurch meinen Anschlusszug verpasst habe. Denn ich war auf die Minute genau, wo der Anschlusszug gefahren wäre, erst in Ingolstadt. Ich renne zum Gleis und der Zug ist gerade vor meinen Augen weggefahren. Ja, nice. Hatte ich eine Stunde Aufenthalt in Ingolstadt, bin ich halt eine Stunde später hier angekommen. Aber hat ja doch alles geklappt. Das war, glaube ich, die beschissenste deutsche Bahnfahrt, die ich jemals hatte. Also für längere Distanzen ist das echt nicht zu empfehlen. Ja, wir sehen uns nochmal gleich oben. Und dann werde ich pennen gehen. Ah, ich bin ein Real Ginger. Ich habe keine Seele. Dafür nehme ich eure Seele.
Also dann, ich gehe immer pennen. Morgen wird nochmal ein langer Tag. Gute Nacht. Ich frag mich eigentlich, was Henry und Marvin wohl gerade so machen. Okay, nice, Digga. Die Boys sind weg. Ich kann hier pennen, Digi. Jetzt erstmal ein Porno gönn, Allah. Mashallah, Digi. Nice, da ist sogar schon einer. Irrenjäger. Senpai. Zweiter Tag. So, wir beginnen jetzt Tag 2. Ich bin aufgewacht, nachdem Marvin mich wecken musste. Wir sollten eigentlich um 10 aufstehen. Wann bin ich aufgestanden? 10:30. Max und seine Aufstehzeiten. Ich stehe eigentlich teilweise am Wochenende noch später auf. Also von 10 Uhr bis 13 Uhr ist da alles dabei. Ja gut, wir machen jetzt auf jeden Fall gleich in die Augsburger Innenstadt. Und ich... Mach den Scheiß unsicher! Ich werde euch natürlich auch wieder mitnehmen. Henry wird auch nebenbei IRL-Vlog machen. IRL-Stream, genau. Wir steppen jetzt auf jeden Fall zur Bahn und dann sieht man sich gleich. So, wir sind jetzt gleich bei der Bahn. Und ja, wir fahren jetzt mit der Bahn nach Augsburg, fahren knapp 20 Minuten und dann beginnt Tag 2 richtig. Dann sieht man sich entweder gleich in Augsburg direkt oder in der Bahn nochmal. Immer diese Handysucht, die ist hier. Ach, komm, Digga. Ja, jetzt überholen mich wieder alle direkt vom Ziel, Digga. So, wir sind jetzt an der Postbank-Filiale. Henry holt sich jetzt fix Geld ab. Also wirklich, nach der Zugfahrt, das war schon wieder so eine Katastrophe. Wirklich nur Leute gewesen, die vor einem, die direkt vor der Nase rumgelaufen sind. Und in was für einem Tempo dann auch noch. Und wir hatten auch gerade eine. Die ist mit dem Handy einfach mitten auf dem Weg stehen geblieben, wo ich mir denke, so, Digga, ey, das macht mich so aggressiv. Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich was phrasen. Genau, da ist auch Henry. Ne, wir gehen jetzt auf jeden Fall dick ins Backwerk und fressen was, weil wir haben noch nichts gegessen. Ja. Und ich fühle mich ein bisschen komisch, wenn ich hier einfach so random mit einer Kamera rumlaufe, die dann auch noch auf mich zeigt einfach so. Oh mein Gott, wir sind echte Gangster, wir sind über Rot gelaufen. Ich bin jetzt echt am überlegen, zieh ich jetzt schon mal, fange ich jetzt schon den Stream an oder nicht? Ah ja, okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall Backwerk und dann werden wir mal gucken, was wir zu phrasen bekommen, weil wir haben halt, glaube ich, Henry, hast du Hunger? Wie gesagt, ich habe nicht, glaube ich, noch was weiß ich, für wie viele Stunden noch Pizzabrot reingeschnitten, aber was zu futtern geht immer in die Fresse. Was zum futtern geht immer. Deswegen gehen wir Backwerk und holen uns jetzt erstmal sowas als Frühstück. Ich meine, wir haben es 11.30 Uhr oder so. Von daher können wir das auch nicht mehr als Frühstück bezeichnen, aber ja. Oh, geil, Alter. Das sieht echt gut aus, ey. Natürlich wohl morgen schon die Cola. Ganz wichtig. Was ist denn das eigentlich, was du da hast? Lachsbrötchen oder irgendwas. Das habe ich auch gesehen, War ich auch erst immer gelegen. Schmeckt lecker, Digga. Schmeckt was? Ist mein Fischbrötchen. Und was hast du, Marvin? Oder findest du Lust zu anderen Personen? Geil. Ein Käsebrötchen, wir sind ja jetzt hier. Wir müssen ja auch normal reden. So, Backwerkbesuch ist beendet. Ich habe noch meinen Schokokaffee mitgenommen. Wir gehen jetzt, wo gehen wir jetzt hin? In die Stadtgalerie? Erstmal ein bisschen in der Stadt chillen. Und ich muss sagen, da würde ich auch wieder hin. Also wenn jetzt irgendwo in meiner Nähe ein Backwerkladen aufmachen würde, ich wäre einfach Stammkunde. Ich wäre einfach Stammkunde, ich schwör's. Ja gut, wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen in der Stadt chillen. Mal gucken, was da so geht. Aber yo, jetzt müssen wir hier nur warten, bis die Ampel grün wird. Dann sieht man sich vielleicht dann später, kurz bevor wir in die Stadtgalerie gehen. Und Gesundheit. Gesundheit. So, wir sind jetzt Citygalerie. Und dann mal gucken. Weil wir dürfen hier nicht, drinnen nicht filmen. Aber naja. Ja, wir sind jetzt aus der Citygalerie raus. 60 Euro Erben. Wir haben ein bisschen Läden abgecheckt. Waren im Elbenwald, wo Marvin auch arbeitet. Ich habe mir ein The Legend of Zelda T-Shirt geholt. Das sieht echt ziemlich nice aus. Und war auch gar nicht so teuer. Der Genry hat sich ein Bubble Tea geholt. Was ist das für ein Bubble Tea eigentlich? Grüner Apfel und die Bubbles sind Apfel-Boba, wie Boba Fett. Das Ding ist, wir wollten ja eigentlich heute vielleicht Kommentare kommentieren, aufnehmen, weil ich denke mir so, yo, wir wollen heute eigentlich auch den Tag noch ein bisschen genießen, den wir haben. Und für mich haben wir ja an sich schon den Vlog. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich lassen mit Kommentare kommentieren mit Genry und Marvin. Aber wir werden auf jeden Fall für Henry noch TikTok 3 aufnehmen. Wir werden auf jeden Fall noch KFC gehen dann in Augsburg-Oberhausen. Ja, dann werden wir eigentlich auch den Rest des Tages noch irgendwo chillen. Aber so dann, man sieht sich vielleicht dann, wenn wir bei KFC sind oder so, keine Ahnung. Aber naja, wir werden sehen. Wir werden, wie gesagt, den Tag noch ein bisschen ausklingen. Und ja. Das Problem ist, ja, wenn wir zu KFC wollen, müssen wir auf jeden Fall dann die gleiche Bahn nehmen, wie wir mit zu dir nach Hause fahren würden. Bloß wir müssen Oberhausen aussteigen. Nein, wir könnten auch irgendwie mit der Tram fahren. Ja, das würde funktionieren. Ich würde sagen, das ist Wasser. Hä, ich dachte, Pepsi. Coca-Cola-Glas. I don't give a damn. Wunderschön. Einmal ein Halloween-Shirt. Oh mein Gott, wir haben einfach Tante Marianne gefunden. Marianne Soos. Was ist denn hier los?
In der Augsburger Innenstadt. Rally. Unterwegs. Du bist die Tane. Laufen wir geradeaus lang? Ja. Also mein Eindruck von Augsburg. Schön. Ja, doch, gefällt mir. Gefällt mir echt. Das ist eine schöne Stadt. Wir laufen jetzt zur Tram. Mam. Und werden dann zu KFC gehen. Okay. Das ist der Plan. Wir werden von so vielen Leuten hier angeguckt. Einfach nur, weil wir eine scheiß Kamera in den fucking Griffeln haben. Ja, wirklich. Schön. Aber hey, die wollen alle im Vlog sein. Ich schwör's dir. Die wollen alle einfach nur im Vlog sein. Ich filme das nächste Mal, wenn wir entweder in der Tram sitzen oder schon im KFC sind. So, da steht eigentlich 2 Minuten, aber die Bahn ist aber jetzt schon da. Okay, dann steigen wir jetzt in die Tram ein und fahren zu KFC. Also bis gleich. So, ihr habt reingeguckt. So, die Bahn müsste jetzt eigentlich gleich losfahren. Gut, wir fahren jetzt zum KFC. So, wir waren jetzt dick bei KFC. Vor allem, ich habe zum Hier-Essen gesagt und wir haben es einfach in der Tüte zum Mitnehmen bekommen. Können wir uns darüber mal unterhalten? So, und ich habe jetzt aber nur 2 Burger. Echt? Ja. Echt jetzt? Ja, ich habe nur 2 Burger. Hast du einen Kasten bekommen? Hat sie nicht gegeben. Ja, ich hatte mir 3 Burger bestellt. Ich habe gesagt, 3 Cheese Crunch. Dann gehst du nochmal hin und sagst, ja, da fehlt ein Burger. Ja. Oh Mann. Mach das. Geil, Digga. Jetzt habe ich meinen 3. Burger bekommen und kann jetzt auch anfangen zu phrasen. Ich habe mir eine Miranda. Nee, Mirinda heißt die. Und 3 Burger. Die werden jetzt Partie gegessen. Wie ist es eigentlich so beim Essen gefilmt zu werden? Why are we still here? Naja, wie gesagt, wir essen jetzt auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt hier auf unsere Bahn warten. Die Bahn ist für 14.55 Uhr angesetzt. Also original in, ja, 4-5 Minuten. So, Livestream-Chat. Ihr seid jetzt im Vlog. Oder andersrum. Dein Vlog sind jetzt im Livestream. Ja, Henry, das ist definitiv unser Zug. Wir müssen einsteigen, ja. Henry. Ich glaube, und dann sehen wir uns auch direkt gleich wieder zu Hause bei Marvin. Und dann mal gucken, was wir dann noch so machen. Ich meine, wir haben es jetzt kurz vor 15 Uhr. Kurz vor 16 Uhr, sorry. Ja, bis dann gegen halb fünf zu Hause. Gegen 4:30 sind wir zu Hause und dann mal gucken, was wir noch so machen. Wir spawnen dann gleich bei Marvin zu Hause. In 3, 2, 1. Oh, es hat funktioniert. Ja, geil. Really Rigger killed us near. Und ich habe auf einmal auch ein anderes T-Shirt an. Ich habe das an, was ich mir im Elbenwald gekauft habe. Henry, du hast das gleiche an, oder? Nein. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall Edeka, uns was zu snacken holen. Und wir gehen uns auf jeden Fall jetzt im Edeka was zu fressen holen und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir das Fressen haben. Oder wir sehen uns draußen, keine Ahnung. Omas letzte Tasse, du Rolle, jetzt ist die Achterbahn. Ey, wir sind aber auch die größten Gangster, ne? Wir nehmen jetzt gerade eine Szene für Marvins Video auf. Henry klettert hier auf diesen Berg voller Holz und da steht einfach Privatgrundstück betreten verboten. Moin Jungs, was geht? Wollen wir auf die Baustelle gehen? Mehr sehen Sie in Marvins Video. So. Kannst auch mal ankündigen, wenn du anfängst zu. Das kommt so rein. So, wir haben uns jetzt dick eine Pizza geholt. Also 2 und nochmal 2 und Leinriegel, von dem ich anfangen will. Du meinst, das ist. Ja, natürlich. So, wir gehen jetzt wieder zu Marvin nach Hause. Dann werfen wir uns wahrscheinlich schon die Pizzen bald in den Ofen. Und da hinten sieht man irgendeine Burg, auf die ich jetzt mal ranzoome, weil mich interessiert diese Burg. Da muss hier eine Burg sein. Aber das ist keine Burg, lol. Fire Challenge. Oh nein. Einfach der Ehrenmann. Also ich habe noch nie einen geraderen Mülleimer gesehen. Also wir gehen jetzt zu Marvin nach Hause zurück und dann mal gucken. Moin, mein Name ist Henry von Style. Ich tue auch beruflich Mülleimer montieren. Okay. Das meine ich ernst. Metallbauer machen sowas. Ernsthaft? So. Wir gehen jetzt dicht zu Marvin nach Hause. Ja, und dann mal gucken. Und während wir gerade warten, bis Marvin endlich mit Scheißen fertig ist, zockt Henry einfach Fortnite. Wir werden jetzt langsam pennen gehen. Wir haben Samstagabend. Sonntag müssen wir wieder fahren. Ja, oh mein Gott! Aber auch nur, weil für mich die eine misshandelte Version von Maike aus Pokémon ist. Wir sehen uns morgen früh. Wir werden jetzt pennen gehen. Wenn die hier fertig mit beiden sind. Also, man sieht sich. Ja gut, wir müssen jetzt Henry zum Bahnhof schaffen. Wir haben es 6.34 Uhr. Ich hasse alles. Ich bin absolut übermüdet, weil ich
4,5 Stunden gepennt habe oder so. Na gut, wir gehen jetzt zum Bahnhof, schaffen Henry weg und dann mal gucken. Wir haben von Henry weggeschafft. Dann haben wir uns nochmal pennen gelegt, sind jetzt vor, glaube ich, einer Stunde oder so aufgestanden. Das ist möglich, ja. Ja, kommt hin. Dann haben wir gerade noch was gefressen. Meine Bahn fährt jetzt auch bald. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt, wenn ich wieder zu Hause bin. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Und wenn ich gehüpft bin, bin ich wieder bei mir zu Hause. Machen wir das doch mal. Wow, es hat funktioniert. Clean, Mann. Yo, ihr seht schon, ich bin jetzt wieder bei mir zu Hause. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es war wieder ein längeres Video, aber ich denke, das schadet auch nicht. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich dachte mir, yo, komm, wenn ich schon einmal in Augsburg bin, nehme ich euch einfach das ganze Wochenende mit. Das Wetter war besser als gedacht, muss ich sagen. Also gerade, wenn man so den Wetterberichten Glauben schenkt. Aber naja, ich hoffe dennoch, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Checkt auf jeden Fall Marvin und Henry, die in dem Video mit dabei waren, ab. Das würde die Boys auf jeden Fall sehr freuen. Aber jetzt habe ich gar nicht mehr zu sagen, außer lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Teilt das Video. Damit bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.